vielen Dank, Herr Tümpel, für die Einladung zu dieser Veranstaltung hier. Der Titel meines Vortrags lautet Der richtige regulatorische Rahmen für die Entwicklung der Stromnetze. Ich werde Forschungsarbeiten präsentieren, die ich gemeinsam mit Kollegen ausgearbeitet habe. Jan-Peter Klatt, Ann-Kathrin Lenz, Nils Bischke und Albert Hoffrichter. Und die Arbeiten sind erfolgt im Rahmen eines Projektes, was die Mercator-Stiftung uns finanziert hat oder beziehungsweise uns finanziert. In meinem Vortrag werde ich jetzt nicht auf das eingehen, was Herr Zerres vorgestellt hat, die Frage des Ausbaubedarfs bei den Elektrizitätsnetzen. Das ist eine spannende Frage, wie man das methodisch ermittelt, auch wie man das organisiert. Das hat dann wieder viel mit Regulierung zu tun, weil da nämlich ein Regulierer prüft. Deswegen gehe ich da doch ein bisschen drauf ein. Ich gehe aber mehr auf Regulierung ein in dem Sinne, wie sollen Anreize gesetzt werden? Und häufig wird bei Regulierung immer an Anreize gedacht. Aber in der Ökonomie geht es häufig darum, wie viele Anreize sollen gesetzt werden und wie viel soll geprüft werden. Anreize sind häufig output-orientiert, Prüfung ist irgendwie input-orientiert. Da gucken wir mal, was passiert denn da. Also Regulierung, Anreizsetzung und Prüfung oder man sagt statt Prüfung ja auch Monitoring. Eng verbunden mit der Frage der Anreizsetzung ist auch die Frage der Kapitalbereitstellung. Man sagt häufig auch Finanzierung, denn Kapitalbereitstellung unterstützt Anreizregime. Wenn jemand sozusagen vor dem Hintergrund eines Anreizregimes nicht gut performt, dann verliert er halt Kapital. Das ist der Analysegegenstand. Warum machen wir das alles mit der Regulierung? Was ist das Ziel? Naja, die richtigen Netze zu bekommen, die richtigen Netze auszubauen. Ich werde im Folgenden davon ausgehen, dass man die richtigen Netze gebaut bekommt, dass sie gebaut werden. In Abhängigkeit des Anreiz- und Prüfsystems, so nenne ich es mal, kann das zwar sein, dass das mal im Moment schneller geht, mal im Moment langsamer geht. Der große Unterschied würde aber in erster Linie sein, zwischen einem guten Anreiz- und Prüfsystem und einem schlechten, wird es teurer werden oder wird es nicht so teuer werden. Teuer oder Kosten, das ist immer die Frage, aus welcher Perspektive will man das eigentlich betrachten. Aus der Perspektive des Ressourcenverzehrs, aus einer wohlfahrtsökonomischen Perspektive, oder aus der Perspektive der Nachfrager, die zahlen. Und das ist zum Teil ein sehr großer Unterschied, der in der allgemeinen Diskussion, aber auch in der ökonomischen Literatur stark vernachlässigt wird. Interessanterweise ist ja im ENWG 1, da steht ja sowohl die Effizienz drin, vermutlich ist das eher wohlfahrtsökonomisch gemeint, aber das wissen auch Juristen, die sich intensiv damit beschäftigen, nicht so genau. Herrn Zerres sehe ich jetzt auch irgendwie so ein bisschen überlegen, was ist denn das eigentlich, was uns dann ENWG 1 vorgegeben wird mit der Effizienz. Steht aber auch Preiswürdigkeit oder irgend so ein ähnlicher Begriff, denn das ist dann deutet doch klar auf eine Nachfragerperspektive hin. Also das sollten wir mitnehmen für viele Diskussionen, was eigentlich unser Ziel, wenn wir Regulierungssysteme diskutieren. Ich werde im Folgenden hauptsächlich die Nachfragerperspektive in den Mittelpunkt stellen, werde zum Teil auf Abweichungen eingehen. Analysebasis ist die Institutionenökonomik, die sich dadurch auszeichnet, dass sie einerseits sozusagen eine theoretische Basis ist, also sie hilft uns sozusagen auf eine wissenschaftliche Art und Weise intersubjektiv nachvollziehbar Dinge zu untersuchen, aber sie ist halt auch sehr praxisorientiert. Internationale Erfahrungen werden natürlich auch berücksichtigt, also empirische Erkenntnisse. Ja, wie ist das denn mit der Regulierung in Deutschland? Wir hatten eine Regulierung zur Form Mitte des vergangenen Jahrzehnts. Es gab die Stromnetzentgeltverordnung. Damit wurden auf zentraler Ebene Regeln vorgegeben zum Rechnungswesen, zum Kalkulationsverfahren, zu Abschreibungen. Es erfolgte eine weitgehend zentrale Kompetenzzuordnung an die Bundesnetzagentur. Bei kleinen Unternehmen dürfen Bundesländer auch noch was machen, wenn sie wollen. Aber schieben wir das mal an die Seite. Grundsätzlich ist das extrem positiv zu beurteilen. Ich glaube, da gibt es einen großen Konsens. Es gibt Standardisierungsvorteile. Man hat einen einheitlichen Regelrahmen. Wir haben Metaregeln, also auf der Bundesebene eingezogene Regeln, die sozusagen für die Unternehmen gelten. Das reduziert lokale Opportunismuspotenziale. Was meine ich damit? Ich will mal in einen anderen Sektor gucken, Berliner Wasserbetriebe. Da wollte eine Finanzsenatorin und ein Bürgermeister, die wollten viel Geld damit erzielen in der Wahlperiode, wo sie halt gerade dran waren. Und denen war eigentlich egal, was in der Zukunft passiert. Also haben sie sozusagen ein Wasserunternehmen und das Recht, Gebühren zu erheben, verkloppt. Jetzt waren die gleichzeitig auch noch dafür zuständig, auf dieser Ebene, auf der Landesebene, den Regulierungsrahmen zu determinieren. Und na, dann haben sie den Regulierungsrahmen so determiniert, dass sie kurzfristig viel Geld bekommen, wenn sie etwas verkloppen. Das war ein Opportunismus gegenüber der Zukunft oder sozusagen dem, was sozusagen Bürger in der Zukunft zu ertragen haben. Das ist jetzt dank dieser Stromnetz und der Bundesnetzagentur so nicht mehr möglich. Also zumindest im Energiebereich nicht mehr.
Was man sich fragen kann, ob vielleicht dezentrale Aspekte zu stark vernachlässigt wurden in einigen Netzbereichen dadurch. Ich sehe da jetzt kein dramatisches Problem direkt kreiert durch die Stromnetz, aber grundsätzlich sollten wir die Frage stärker uns alle stellen. Ja, wir haben ein Anreizregime durch die Stromnetz gehabt, was erstmal eher an der Kostenzuschlagsregulierung orientiert war, da gehe ich gleich noch drauf ein. Ja, zusätzlich kam dann die Anreizregulierungsverordnung dazu, die AREV. Das war ein neues Anreizregime, also sozusagen kam obendrauf auf die Kostenzuschlagsregulierung oder schob die beiseite. Und einzuordnen ist das als Variante einer TOTEX-Anreizregulierung. Das hört sich ganz komisch an. TOTEX heißt Total Expenditure Anreizregulierung. Eine Anreizregulierung, die über die gesamten Ausgaben, die Total Expenditure eines Unternehmens hinwegging, was die Output-orientiert über ein Unternehmen hinweg guckt. So, jetzt erlaube ich mir eine Folie, wo ich Sie doch ein bisschen in die Theorie reinziehen muss. Den einen wird das freuen, den anderen vielleicht weniger. Aber das erlaube ich mir jetzt einfach mal und werde auf drei grundsätzliche Regulierungsansätze eingehen. Der erste ist eine Kostenzuschlagsregulierung. Das ist eine Regulierung, wo die Vergütung, die ein Unternehmen erhält, auf den Kosten basiert, die man beobachten kann, die ein Regulierer bei einer Prüfung einfach sieht. Der guckt so input-orientiert hin, was passiert denn da und was kostet es? Ach, kostet so und so viel, wird erstattet. Damit werden im Prinzip sämtliche Risiken an Nachfrager zugeordnet. Nachteil davon, fehlende Effizienzanreize, wenn ein Unternehmen spart, hat es nichts davon. Man muss jetzt sagen, in der Praxis wird das häufig nicht so praktiziert, wie man es idealtypisch darstellen kann, weil Regulierer dann halt doch hinterfragen, ob bestimmte Ausgaben sinnvoll sind. Also sie haben sozusagen Rechte zugesprochen bekommen, Dinge zu hinterfragen, machen das dann auch. Ganz so schlimm wie hier dargestellt ist es zum Teil daher nicht. Die Kapitalkosten sind sehr niedrig. Mit Blick auf formale mikroökonomische Modelle würde man sagen, Unternehmen tragen wenig Risiko, Principal-Agent-Theorie, also geringe Kosten der Risikoübernahme. Wenn man jetzt etwas praxisorientierter ist, institutionenökonomische Erkenntnisse berücksichtigt, dann muss man sagen, das liegt auch sehr stark daran, dass das Regulierungsrisiko extrem niedrig ist. Denn dieses System, dieses Regulierungssystem kann man sehr gut beschreiben. Man guckt hin, man misst, wie hoch sind die Kosten und das kriegt das Unternehmen. Das kann man in ein paar Sätzen zusammenfassen. Das Know-how, das zu machen, ist sehr weit verbreitet. Das heißt, ein Regulierer kann das einfach machen, aber vor allem können auch Gerichte, die sozusagen eine Regulierung überprüfen, das sehr, sehr einfach nachvollziehen. Das führt dazu, dass in einem System von Checks und Balances Investoren sehr, sehr gut abgesichert sind, im Hinblick darauf, dass sie von einem Regulierer oder überhaupt von einem öffentlichen System, einem Regelwerk nicht opportunistisch behandelt werden. Ich glaube, dieser Punkt wird zu sehr unterschätzt, wenn es um die Frage geht, warum sind da die Kapitalkosten so niedrig. Ja, das andere Extrem einer Regulierung ist eine Regulierung, die nicht so sehr auf Prüfung, sondern auf Anreizsetzung besteht. TOTEX-Anreizregulierung. Es erfolgt eine vollständige Risikozuordnung an Unternehmen. Das heißt, über einzelne Regulierungsperioden wird idealtypisch gesprochen gesagt, na, ihr kriegt so und so viel Geld, egal wie viel ihr an Kosten habt. Und dieses Niveau an Vergütung, was Unternehmen zugesprochen wird, wird in idealtypischer Form gar nicht mit Blick auf die Kosten in der Vergangenheit festgesetzt, weil bei einer dynamischen Betrachtung wird dadurch wieder Risiko an die Nachfrage übertragen, was man ja nicht will. Um das umsetzen zu können, muss man Effizienzvergleiche machen, muss man über Unternehmen hinweg gucken, was fallen für Kosten an, was wären denn, in Anführungsstrichen nennen wir das mal effiziente Kosten. Man hat da eine sehr starke Output-Orientierung. Ja, Vorteil daran ist, man hat eine übergreifende Anreizsetzung und das sowohl über diesen Bereich des Betriebs hinweg, ich nenne das mal Operation, also die Leute, die in der Leitwarte sitzen und die so die Kabel pflegen, als auch über den Bereich der Investitionen, der Assets hinweg, der Investitionen in Assets, des Aufrechterhaltens von Assets. Ein Regulierer muss überhaupt nicht input-orientiert prüfen, muss überhaupt nicht gucken, was da passiert. Er sagt einfach output-orientiert, wir wollen ein Netz, durch das Strom durchfließt und wie das passiert, ist uns vollkommen egal. Jetzt erreicht man damit auch, dass es Anreize gibt, dass das Unternehmen selber auf eine effiziente Art und Weise die Leitungen plant. Also ein Regulierer muss da im Endeffekt gar nichts prüfen, der muss gar nicht hingucken. Er hat einfach sozusagen seinen Effizienzvergleich, gibt dem Unternehmen eine Aufgabe und das mit den Investitionen, also zumindest in diesem Modell der TOTEX-Anreizregulierung, läuft wie geschmiert, das machen die Unternehmen irgendwie alleine. Voraussetzung dafür, dass das funktioniert, sind glaubwürdige Commitments zur langfristigen Aufrechterhaltung des Anreizregimes. Ja, was ist das?
Das bedeutet quasi, der Regulierer muss über eine sehr lange Zeit, und zwar über eine Zeit, die über die Lebensdauer der Anlagen hinweggeht, die sind hier so, Herr Zerres, Sie wissen es genauer, was da in der Stromneft drinsteht, 50, 60 Jahre, zum Teil ein bisschen weniger. Also in der Stromneft typischerweise 40 Jahre, 40 bis 20, die 60 Jahre kommen mit der Gasenergie. Okay. Also sozusagen über 40 bzw. über Gas 60 Jahre hinweg, also nicht nur für diese Zeit, muss der Regulierer versprechen, dass dieses Anreizregime so aufrechterhalten wird. Das heißt, das Anreizregime, was wir heute haben, hätte man schon im Jahr 1972 bzw. 52 voraussehen müssen, bzw. noch früher, damit das alles funktioniert. Beziehungsweise das, was wir jetzt haben, müssen wir bis 2052 beziehungsweise 72 aufrechterhalten, und die Investoren müssen daran glauben, dass das so ist. Also sonst funktioniert das nicht. Alternativ kann man auch nach einzelnen Regulierungsperioden den Zustand bewerten und dann nach Perioden fragen, ist denn das Netzdesign effizient gewesen, aber das kriegt man methodisch auch nicht hin. Man hat methodische Probleme, Effizienzvergleiche durchzuführen. Das ist machbar, aber es besteht immer die Gefahr, dass einzelne Unternehmen zu schlecht behandelt werden. Vor dem Hintergrund werden Sicherheitspuffer eingebaut. Die Frage ist, wie viel? So dass von, was haben wir in Deutschland, 800 VNB, Verteilnetzbetreibern, keiner zu schlecht behandelt werden, oder würde man es akzeptieren, dass 10 vielleicht zu schlecht behandelt werden? Das ist so die Frage. Da sind die halt mehr oder weniger groß, diese Sicherheitspuffer. Das ist interessant. Hier ist es interessant, auf das Zielsystem zu gucken. Aus wohlfahrtsökonomischer Sicht ist das komplett egal. Da ist das eine Verteilungsfrage. Kriegt halt der Investor mehr und der Konsument hat weniger. Wenn man sozusagen diese Preiswürdigkeit aus ENWG einzieht, muss man das System anders beurteilen. Also sozusagen die Beurteilung von Regulierungsregimen hängt vom Zielsystem ab. So ganz verstehen wir ENWG 1 alle noch nicht scheinbar. Keine Kritik, ist einfach nur eine Feststellung. Uns geht es ja genauso. Und auch wenn wir mit guten Juristen zusammenarbeiten, die wir ausgewählt haben, kommen wir da nicht so richtig weiter. Wir haben jetzt ein System, wo wir ein hohes regulatorisches Risiko haben. Warum? Die Methode bei den Effizienzvergleichen ist sehr komplex. Das heißt, für die Unternehmen ist es schwierig zu antizipieren, wo geht es denn demnächst hin? Also demnächst halt bis 2052 bzw. 2072 und noch länger. Und vor allem ist es auch so, dass es in einem System von Checks und Balances im öffentlichen Raum natürlich für diejenigen, die für Überprüfungen zuständig sind, für Gerichte, auch sehr schwierig ist, das zu überprüfen, was ein Regulierer entschieden hat. Also wenn jetzt mal ein Regulierer Unternehmen schlecht behandelt, dann weiß das Unternehmen gar nicht, derjenige, der für die Prüfung des Regulierers zuständig ist, wird der denn überhaupt verstehen, was da passiert ist? Das führt am Ende zu hohen Kapitalkosten. Besonders problematisch ist der Ansatz in dynamischen Umfelden. Da hat man sowas entweder wie ein Zeitverzugsproblem oder man baut immer an die Regulierung an. In Deutschland, würde ich mal sagen, fällt das so in die Kategorie der Erweiterungsfaktoren. Aber da hat man sozusagen auch, kommen wir wieder auf die Theorie unvollständiger Verträge, man vergisst halt immer wieder was, man ist immer so ein bisschen hinterher, was kein Vorwurf ist, sondern einfach so ist. Ja, jetzt gibt es auch etwas in der Mitte, das ist sozusagen eine, wir nennen das mal differenzierte Anreizregulierung, wo zum Teil partiell inputorientiert geprüft wird, wo sollen neue Leitungen gebaut werden, wo sind bestimmte größere Betriebsmittel zu implementieren, und es gefolgt dann eine partielle oder eine gezielte Zuordnung von Risiko an Unternehmen, nämlich Risiken, die sich eine Risikozuordnung im Hinblick auf die kostengünstige Umsetzung, nicht Entscheidung über, sondern Umsetzung von Investitionen und einen kostengünstigen Betrieb. Weiteres Charakteristika ist, man braucht dadurch, dass der Regulierer viel prüft, nicht so viel privates Kapital, was dazu dient, die Entscheidung des Unternehmens, die es selbstständig getroffen hat, sozusagen im Risiko stehen zu lassen und verbunden mit der Gefahr, dass Kapital verloren geht. Deshalb kann man auf einen großen Teil des Kapitals eine sichere Verzinsung geben, ganz klare Zusage, die auch niedrig liegen kann, so ein bisschen über Staatsanleihen. Man beseitigt damit die Defizite einer Totex-Anreizregulierung, also das, was wir hier unten haben, diese Defizite werden beseitigt und wir müssen das auch alles nicht mehr über 60 Jahre hinaus den Investoren versprechen. Man muss aber natürlich beim Regulierer inputorientiertes Know-how haben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist denn das eigentlich bei den Stromnetzen? Haben wir dieses Know-how nicht in der Gesellschaft, wie man Stromnetze betreibt? Ich will mal sagen, das ist keine Rocket Science, das ist keine Entwicklung von irgendwelchen neuartigen Arzneimitteln, die an der sozusagen Speerspitze der Forschung sozusagen entstehen. Das ist weitgehend
verbreitet dieses Know-how, ist etwas anders bei den HGÜ-Leitungen. Nicht? Also da ist es anders zu beurteilen. Wenn man jetzt hier mal sozusagen sich fragt, wie ist das denn mit der Anreizsetzung und mit der Rationalität, privates Kapital einzubeziehen, dann nimmt das sehr stark von da oben nach da unten zu. Und wir hatten ja so, dauert leider noch an, aber mit dem Hoch vor 5 bis 10 Jahren, so eine Periode, wo man davon ausging, so privates Kapital und Anreize sind so eine Art Zaubertrank, also die machen irgendwie alles gut. Diese Periode ist sicherlich auch diese sozusagen weite Verbreitung dieses Regulierungsregimes einzuordnen. Inzwischen ist man da ja sowohl in der Ökonomie, ja vor allem bei den Ökonomen, die haben das ja verbrochen, zum Glück einen Schritt weiter und man sieht Dinge, ich sag's mal so, auch differenzierter. Jetzt kommen wir dazu, wie ist das denn mit dem Reformbedarf bei der deutschen Anreizregulierung, und ich werde auch nochmal einen kurzen Blick auf die Frage der Kapitalherkunft und Eigentümerschaft bei Netzen werfen, aber das mehr so als so ein Ausblick. In 2012, also heute, haben wir eine ARETV, die zu einer Totex-Anreizregulierung führt, einer Variante einer Totex-Anreizregulierung. Das muss man sehr klar sagen. Das ist keine Idealform. Wir haben dann noch die Situation, dass wir bei manchen Kostenpositionen sehr hohe Sicherheitspuffer einkalkuliert haben. Bei anderen muss man sich aber auch fragen, warum werden Kosten da nicht berücksichtigt? Bei einer Gesamtbetrachtung ist unser Eindruck, der Sicherheitspuffer ist ziemlich hoch. Also wenn Unternehmen sagen, bei einer Gesamtbetrachtung, wir werden schlecht behandelt, Also ich will mich da nicht endgültig festlegen, Ihre Leute aus Haus kennen die Zahlen besser und bei den Unternehmen die sicher auch, aber nach unserer Meinung ist das schon. Was aber ein bisschen blöd ist, die Unternehmen klagen nach und nach diese Position weg, wo sie mal ein bisschen zu schlecht behandelt werden, und da, wo sie viel zu gut behandelt werden, die bleiben stehen. Und da sollten wir uns doch mal fragen, ob man da nicht was ändert. Ja, wie ist das mit dem Reformbedarf? Bei den Ü-Netzen, also Übertragungsnetzen, und man kann sich fragen, ist das nicht eigentlich besser ein Netz, aber lassen wir das mal hingestellt, gibt es unseres Erachtens viele Vorteile durch einen Wechsel auf eine differenzierte Anreizregulierung. Vor allem auch vor dem Hintergrund, weil das, was ja eigentlich der große Vorteil einer output-orientierten Totex-Anreizregulierung ist, dass sich der Regulierer nicht mit dem Netzdesign beschäftigen muss. Den Vorteil gibt es ja gar nicht mehr. Bei den ÜMBs werden die Investitionsbudgets festgelegt, die Leitungen werden in einem ausführlichen Verfahren mit breiter Prüfung durch die Öffentlichkeit festgelegt und am Ende politisch beschlossen. Also das, weshalb man eine Totex-Anreizregulierung macht, das haben wir gar nicht mehr in Deutschland. Das heißt, wir haben die Vorteile nicht, die man sowieso nur bekommt, wenn man über 40, 60 Jahre Anreizregime etabliert, aber schieben wir das mal beiseite, man hat die ganzen Nachteile. Man könnte übrigens auch unproblematisch einen Großteil des Kapitals durch die öffentliche Hand bereitstellen. Ich denke, die Organisation des dänischen Übertragungsnetzes, da kann man viel von lernen. Privates Kapital ist halt nicht per se ein Zaubertrank oder ein Zaubermittel. Das ist in vielen Wirtschaftsbereichen so, wo wir sehr wettbewerblich marktlich organisiert sein sollten und es in Deutschland zum Glück auch sind. Aber das ist differenziert zu sehen. Das heißt nicht, dass man das unbedingt jetzt alles mal vom Staat kaufen sollte. Dann kriegen wir nämlich sowas, das nennen wir immer das Mappus-Notheils-Problem, dass sozusagen Politiker mit sehr opportunistischen Motiven, und man, aus Berliner Sicht würde man vielleicht auch irgendwie noch das Fugmann-Hesing-Problem reinnehmen, aber bleiben wir mal beim Mappus-Notheils-Problem, dass Politiker sehr opportunistisch sich verhalten. Und solche staatlichen Käufe sind Dinge, die sind nicht gut regelbar. Und alles, was nicht gut regelbar ist, da passiert im öffentlichen Bereich Unsinn. So eine Regulierung ist gut regelbar. Wir haben eine Bundesnetzagentur und da kann man da ein bisschen besser machen im Laufe der Zeit. Aber das funktioniert besser im öffentlichen Bereich. Man könnte ja mal drüber nachdenken, Konzessionen einzuführen. Aber ich will auch nicht ausschließen, dass man mal auch da eine öffentliche Übernahme sinnvoll sein könnte. Wie ist es bei den Offshore-Netzen? Grundsätzlich dürfte es da auch Wechselvorteile geben. Die Risikoallokation zwischen Anlagenherstellern, Betreibern, ÜNBs und Konsumenten im Kontext neuer Technologien ist eine große Herausforderung. Und an der Stelle muss man sich fragen, ob man da einmal alles richtig macht. Das heißt ja zurzeit, Risiken müssen in erster Linie erstmal versichert werden. Und wenn sie nicht versicherbar sind, dann dürfen sie den Konsumenten übertragen werden. Aber dieses Versicherbar geht ja so weit, wenn da irgendjemand mal ein Angebot abgibt als Versicherung, und auch wenn es ein halber Mondpreis ist, dann wird das genommen. Und das ist die Frage, ob das, oder da sind wir uns ziemlich sicher, dass dieser pauschale Ansatz ziemlich absurd ist und am Ende für die Konsumenten schlecht ist. Wenn man eine Regulierungsreform machen würde zu einer differenzierten Anreizregulierung, dann wäre sowieso ein Großteil des Kapitals sicher verzinst.
Es ist ja auch kein Problem mehr, Kapital zu bekommen. Das ist ungefähr so schwierig, wäre ungefähr so schwierig, wie es für einen Schäuble ein Problem ist, irgendwie Staatsanleihen zu platzieren. Das ist überhaupt kein Problem. Also man hätte das Kapitalbereitstellungsproblem deutlich reduziert, aber wenn es da Probleme gibt, dann soll halt die öffentliche Hand reingehen. Es ist immer einfacher, mit zusätzlichem Kapital öffentlich reinzugehen, als sozusagen zu kaufen, so wie Herr Mappus und Herr Notas das ja gemacht haben. Den Lizenzentzug als Sanktionsmaßnahme, den sollte man einführen bzw. schärfen. Wir haben ja einen Lizenzentzug, kommt so aus der Diskussion über Unbundling, aber es ist sinnvoll, dass die öffentliche Hand, dass ein Regulierer das Recht hat, Investoren ein Unternehmen wegzunehmen. Wenn sie nicht gut performen, wenn sie ihre Leistung nicht einbringen, sollte es ein geregeltes Verfahren geben, Unternehmen, Investoren auszutauschen. Das hat man in Großbritannien im Laufe der Jahre in den verschiedenen Sektoren auch angefangen einzuführen, mit gutem Grund. Bei den Verteilnetzen ist die Sache viel, viel schwieriger, weil es halt einfach so viele sind. Ja, input-orientiert prüfen bei so einem Übertragungsnetz machen Sie ja sowieso schon, Herr Zerres, mit der TU Graz zusammen. Bei den 800 Verteilnetzen ist das einfach mal eine andere Hausnummer. Bei großen Unternehmen spricht viel für einen Wechsel. Man sollte unser Vorschlag wäre, über eine stärkere Differenzierung der Regulierung nachzudenken, in der Abhängigkeit von Größe, Netzebene und auch Eigentümerschaft. Wir haben viele Unternehmen, die haben eine Nähe zu dem, was wir in Dänemark jetzt beim Übertragungsnetz sehen. Da muss man fragen, muss man die so regulieren wie ein Verteilnetz, was irgendwie Blackstone gehört? Da gibt es schon Unterschiede. Und auch in Amerika gibt es eine unterschiedliche, in den Vereinigten Staaten, Regulierung und Abhängigkeit der Eigentümerschaft. Ökonomisch spricht viel dafür, darüber nachzudenken. Es stellt sich auch die Frage, ob man dieses Problem der vielen Unternehmen und des viel dezentralen Know-hows, was da erforderlich ist, ob man das dadurch lösen, ich sag mal, reduzieren kann, dass man auf einer zentralen Ebene Prozesse definiert, wie bestimmte Prüfungen, die sehr viel dezentrales Know-how erfordern, organisiert und dann aber auch Stakeholder auf der lokalen Ebene einbezieht. Hier sind aber noch mehr Forschungsfragen bei den Verteilnetzen, deshalb will ich da sehr, sehr vorsichtig sein bei den Handlungsempfehlungen als bei den Übertragungsnetzen. Ja, und jetzt Herrn Zerres zitierend würde ich sagen, hier kommt die übliche letzte Folie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.